Hi Leute, willkommen bei Teezy! Schulz! Und wir kommen heute zu einem Full-Icon-SBB-Mystery-Ball gegen den guten Dubak! Was geht ab? Dubak! Die Heckschleuder ist wieder back in the building und der Quattro Formaggio auf der anderen Seite wird zerrissen. Mystery-Ball ist geil, Jungs, gell? Ich hab so Schiss eigentlich davor, nochmal vom Tod. Maximale Puff geben, ne? Freunde, lasst ein Däumchen nach oben da, lasst gerne ein Abo da, checkt die Folge beim Dubak aus, weil wir haben mitgebracht als Starspieler unseren Dauerbrenner, 96er, Pelé, und auf der anderen Seite, dieser Mann hat auch seinen Dauerbrenner, Cruyff Prime. Hat immer seine Karte, die man immer gern mal mitbringt und reinwerft. Vor allem ist es immer witzig, auch gehen, weißt du? Irgendwann wird sie gehen, Jungs, heute vielleicht. Vor allem, man verbindet Cruyff ja nicht mehr an seine sportliche Leistung, die er eigentlich mal getätigt hat, sondern Cruyff verbindet man heutzutage auch mit Tabak. Ja, mit dem Tubak. Wenn jemand über Cruyff irgendwo im Fernsehen also spricht, Tubak. Da kommt immer, ah ja, genau, das ist der vom Tubak. Ne? Der ist der vom Tubak. Vom ah, ja, Tubak. Okay. Okay, Jungs, wir labern nicht lang rum. Wir spielen 4-3-3, Tubak 4-4-2. Und wir halten rein, komm. Hopp, auf geht's, Tubak. Okay, die Saui. Pass auf, im Sturm habe ich mir geholt Dauglish, und das ist diese Trophy-Icon. Die hat 5 Sterne Skills, 5 Sterne Weakfoot. Mhm. Also Heckschleuder bis von komplett am Start. Und links haben wir Stoichi, Stoichkov. Wir haben Barnes und Rush aufgeschrieben. Rush. Rush. Gut gemacht, Dubak. Oh, feel it in Stoichkov, the air. Kann der LM normal? Ja. Wir spielen rechts auf dem Flügel Jasinho. Und links im Flügel spielen wir Pires, Toti, Ikona. Schade. Den Perez habe ich auch angeschielt. Ich habe Best aufgeschrieben und einen Brasilianer namens Rivaldo. Diese SBC da. Okay. Gut. Ab geht's in die Mitte, Tubak. Ciao. Okay, raschelt's immer noch, ganz kurz? Nee. Raschelt's? Ja. Das Wellerausche beim Sonnenuntergang ist weg. Dann gehen wir in die Mitte, wer hält rein? Wir zuerst. Hopp, okay. Tubak. Sag an. Okay. Also, im Mittelfeld habe ich 2 wunderbare Icons. Einmal haben wir Pelototi-Icon, dann haben wir Trophy Essien und rechts im Mittelfeld habe ich Luis Figo World Cup Icon. Ja. Wir haben Pires, Vieira und Pirlo. Der kann raus. Grüezi, fix und mei. Wen hat er rechts gehabt? Figo. Figo. Alles klar. Das ist doch ein guter Riecher gehabt bei diesem Pirlo, oder? Wollt ihr den Joker haben? Ja, brauchst du doch wieder. Ja, da steht in die Mitte. Ach, der wird eben mit seinem Tempo-Booster euch wegrasieren, den wir sehen. Aber jetzt erst habt ihr sagen, Jungs. Okay, wir sind sehr, sehr offensichtlich tatsächlich gegangen. Ich muss erstmal aber ganz... War das schon Zimbo? Das war aber der Falsche. Das ist doch der Falsche. Also gut, der auf der Seite, okay. Ich will es aber ich will richtig einfach hinstellen. Mal rein, und dann nee, ich gehe so. Mit einem Vieira gehen wir. 88er Vieira. Dann gehen wir weiter mit einem Rüllet mit einem 90er. Ach so. Und ganz rechts gehen wir mit einem Xavi Alonso. Morgen! Mein Kumpel. Morgen! Alles klar. Ich hab Gattuso, ich hab Vieira und Lothar Matthäus. Das ist Zeit für euren ersten Bronze-Spieler. Aber Hullet und Vieira, das ist auch ein bisschen asozial, sag ich ehrlich. Dass ihr mit so welchen Waffen reingeht. Arne Schulz kommt da, okay. Ja, muss. Eine Torwart willst du wahrscheinlich. Ja, logisch. Da sind wir dabei. Zimbo! I am ready for takeoff. Halt du als erstes rein. Hopp, Dubak. Okay, komm. Okay. Zeig mal, was ihr habt, Jungs, komm. Wir spielen rechts, sehr, sehr undercover. Es ist keine Bronzekarte. Es ist ein Charles Puyol, den wir rechts im Verteidiger spielen. Und der ist schon mal über sich hinweggewachsen. Und ein Cole Toti-Icon links. Schade, ich habe den Fipsi und den Roberto Carlos. Wow. Schön. Aber Jungs, der Puyol, der wird, wenn Tempo Boost kommt, dieses andere überrollt, gell? Wisst ihr das? Ja, chill. Der kann das. Der hat einen Tubak dabei. Ja, dafür ist eure Innenverteidigung wahrscheinlich geisteskrank. Ich kenne euch. Gut. Linksverteidiger haben wir den Zimbo namens Zanetti Toti Icon. Rechtsverteidigung, den habt ihr wahrscheinlich auf rechts aufgeschrieben, Depp, gell? Rechtsverteidigung habe ich Carlos Alberto Prime. Cole und Lahm. Oh, mashallah. Warum habe ich eigentlich da oben mitgeschrieben? Ja. Das ist ja keine Chemie. Jetzt wird's hässlich. Okay, letzten 3 Positions, let's go. So, Oliver, wir haben aber auch aufgeschrieben. Ich überlege gerade, ich tendiere zwischen Schmalchi, Yashin, Casillas, Cech und Van der Sar. Wirbel's mal aus. Komm, wir halten rein, Tubak. Auf, ich will wissen, Tubak. Zeig her. Komm, Bauchgefühl sagt, ich weiß, komm, der ist es. Okay, ihr hält rein. Ja. Ich habe aufgeschrieben. Alles klar. Innenverteidigung. Da fange ich erstmal an, Männer. Da habe ich 2 echt coole Karten, finde ich. Bin mal gespannt, wie die sich spielen. Einmal haben wir Baresi Trophy Icon. Ja. Was lacht ihr so? Dann habe ich Cannavaro. Und im Tor gehe ich mit Zimbo. Wer ist ein Zimbo? Der Spanier. Ica Casillas. Plonk. Van der Sar und Kölmen. Wrong? Van der Sar und Kölmen, okay.
Warum hast du da so gelacht im Hintergrund? Ja, kitzelt Simon, ihr euch gegenseitig an den Eiern? Ey, so haben wir immer hier ein Kilo gekriegt. Simon hat eine geile Theorie gehabt auf jeden Fall. Ja, es wurde ja schon mal ein Full-Icon-SEW aufgenommen in letzter Zeit auf einem anderen Kanal und da hast du auch schon ein wunderschönes Team gebaut und einer haben wir damit gezogen. Ach so, warte mal, ihr habt immer die gleichen aufgeschrieben wie letztes Mal, oder? Nicht immer. Ich du kriegst was. Alter, okay, aber ich habe Glück gehabt, dass ich da nichts genommen habe, muss ich sagen. Ihr seid richtige Zimbos. Schau mal, wie kriminell ihr seid. Ich sag ja immer, ihr seid die größten Betrüger auf YouTube. Aber okay, komm, Thema wechseln. Ja, ja. So, wir spielen auch Fabio Cannavaro. Wir spielen ein Capita. Ja. Und im Tor spielen wir auch Casillas. Zimbo. Ah, scheiße. Ich habe ehrlich zwischen Casillas und Schmeichel, aber ich habe Schmeichel aufgeschrieben. Ferdinand und Vidic. Die serbische Bratwurst. Okay, let's go. Haben wir beide nur ein Problem, sehen wir uns im Spiel im Mystery Ball und ich habe Angst. Das wird lustig. Vor allem jetzt sind wir das Ganze. Ich habe Angst bei sowas, ne? Ich glaube, ich stürze das ganze Team auf. Ich weiß nicht, wie zusammen Ich habe Angst! Voll. Ich hoffe, ihr seid hinten richtig am Rutschen, wie immer. Komm, mit seinem Batschkäppel vorne. Der Schuld, ey. Okay, komm, Zimbo. Nein, das war die Heckschleuder zu viel. Wow. Das ist gut, es ist nicht schlimm, wenn man ein Tor kassiert. Schau. Gar nicht schlimm. Es fehlt nur noch eins. Scheiße, Zimbo. Was haben wir denn jetzt? Ich glaube, der hat Schuss. Oder war das immer Dribbling oder Schuss? Dribbling, das ist gleich so lange eingespielt. Ja, ich auch noch mal. Dribbling. Ja, na, Zimbo 2-0. Sehr schön, Zimbo. Schießen! Schießen! Wie kann er den nicht machen? Ich dachte, da kommt voll die Rakete jetzt raus. Die Schuhe bin ich abgelaufen. Hey! Ich sehe das. Schönes Ding. Arne Schulz hat Probleme beim Schieße. Pelle! Leck mich doch am Zücken, dreinnötig hinten. Nee. Boah, zieh durch den Press. Oh, ja, oh nein. Ja. Hat der einen schönen Bußgang gekriegt. Ja. Puyol, bitte! Ja! Nein! Kratzen. Nein, Simau. Du dummer Drecksack. Du bist der dümmste Mensch, der jemals gezeugt wurde. Wichtig. Leck mich fest, wirklich. Was ist das? Oh. Schulz nur in der Mitte, aber Rillet kommt rein. Ah, Bro, abseits hat er schon gepfiffen. Ja! Ich hab ein bisschen Scheiße gebaut, aber ich spreche. Guck mal, da spiel ich kurz an der Gitarre. Fuck, ich hab 4 Discards aktuell. Wenn den Cent nicht ehrt. Das ist Kautubak. Das ist Kautubak. Wow. Ja, Kautubak ist back in the building. Komm mal, jetzt da. Komm. Boah, ich brauch diesen Mal-3-Boost-Männer. Okay, das ist jetzt schlecht, Simon. Arne Schulz. Oh, wie geht der ab? Was ist das? Pass auf. Oh, geil. Mal 2. Und runter! Ja! Mal 2, Jungs! Team auf wird dir zugebrochen. Ihr Demon. Was hab ich denn hier? Oh, fuck. Tempo. Tempo. Jawohl. Er geht. Ja, Mann, Jungs, ich muss sweaten. Ich bin so ein Sweaty. Was haben wir jetzt? Passend, komm, der muss jetzt. Ja, und nein. Der ist es! Ach so! Tempo ist zurück! Das war ein knackiger Schuss, Jungs. Ja, sehr gut. Yes, und. Ja! Nein! Das ist Nummer 1, ich brauche jetzt einen. Das ist krank, das ist zu viel. Scheiße. Wo sind die Sternchen? Dieses Ultimative brauche ich. Verteidigst du ihn nicht zu hektisch? Geh. Das ist. Oh Gott. Jawohl, Mann! Komm schon! Unentschieden! Du bist doch da! Ja! So gut! Scheiße. Ich brech sie, die Heckschleuder! Oh mein Gott! Das war so lost von mir mit der Sieren. Ja, abseits. Ja! Let's go, abseits. Baby! Mal 3, Jungs! Lauf. Lauf, Schluss, 5 Sterne. Ja! Allboost nochmal, Timo. Jetzt kann's richtig krachen. Jetzt kann's richtig krachen! 6 Tore! Es kracht so hart. Was haben wir? Timo nochmal 3. Ja! Oh. Immerhin! Fuck, das ist ja ein 6. Pass auf! Ah!
Gott, aber wie konnten wir das doch? Aber Jungs, seid ehrlich, so richtig intensiv. Aber das Ding ist, ultra ist intensiv. Danach fühlt sich das einfach, das ist zehnmal schlimmer wie alles andere auf der Welt, ne? So, ja, umgestellt. Welche Formation habt ihr, Männer? 4-3-3. Warte, ich muss doch kurz was umstellen. Darf ich noch mal kurz? Ja. Ja. Okay. Ich hab ihn doch. Nachdem du gesagt hast, ich hab keine Eier, habe ich Rülle doch ins Tor gestellt. Scheiß drauf. Das Ding ist... Warte mal. Er hat Jungs gesagt, ich stell Rülle ins Tor. Okay, er will mich so... Er will mich verarschen. Weiß ich nicht. Warte mal. Warte mal. Hast du jetzt in dem Fall... In dem Fall hast du wirklich... Also wenn du jetzt die Eier hast, die Mau... Wirklich, ich kauf dir dein... Ich lass 3D-Drucker holen und wir drucken dein Ei nach in Gold. Okay? Wirklich in Gold. Also, Bro. Bros. Ich nehme für Simao einmal den linken ZM, dann nehme ich einmal für Timao den rechten Flügel und ich nehme noch den linken Innenverteidiger. Ja! Ja! Ach du Gott! Ja! Ach du Gott! Linksverteidiger ist Rüllet! Rechter Innenverteidiger ist Pelé! Du hast dich schon gejubelt, weil du weißt ja, dass es das Ding ist. Bleib entspannt da drüben. Du machst meine ganze Legacy machst du kaputt. Du hast doch schon... Ich wollte ihn so schön im Glauben lassen. Er guckt, das Video wird gebrochen. Du hast mich kaputt gemacht. Ich hab dafür hingearbeitet. Du hast dich schon gejubelt, du Trottel. Ja? Du willst... Hä? Wo willst du das jetzt denn was für ein Glauben? Ja, weil er gedacht hat, der Rüllet wird nicht im Tor gestanden. Mann, Jungs. Ja, alles egal. Ich bin immer noch glücklich. Den Pelé hätte ich gerne mitgenommen, einfach, weil das einfach diese Dauerwelle für dich ist. Der Dauerbrenner. Ich bin einfach nur glücklich. Casillas. Pires und Cannavaro, wir haben nur glücklich. Das ist okay. Alter, okay, das ist echt okay. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Da hat Yacinho überlebt, der stand rechts. Aber stell mal vor, man hätte 6 Picks gehabt, dann wäre echt Feierabend, glaube ich. Dann wären beide weg. Dann hättest du beerdigen können, dann wäre Feierabend gewesen. Ja. Oh, ich bin mit einem blauen Auge davon gekommen. Was ein Spiel. Kaputt. Einfach fertig, Jungs. Ja, lasst, ganz ehrlich. Wenn wir Daumen nach oben, dann machen wir es nochmal. 10.000, auf geht's. Auf geht's, der Bube. Wow. Wir sind raus, Freunde der Sonne. Guckt das Video bei Tabak. Einfach nur ciao, ciao. Lasst Liebe da. Ciao. Ciao, Freunde.